Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Inner World. Ja, die Handlung hier hat dramatisch an Fahrt aufgenommen. Wir haben Lauras Vater befreit, Remi Nepo. Der hat mit Murmeln ein Basilenmodell oder einen Basilen umgebaut, sodass man mit dem jetzt entsteinern kann. Das hat Conroy mitbekommen und hat den Basilenangriff gestartet und hat damit im Prinzip alles versteinern lassen, was noch lebt, inklusive Laura und ihrem Vater. Und wir sind mit diesem Entsteinerungsbasilen durchgebrannt. Der ist jetzt hier gelandet und ist kaputt. Und das ist jetzt die Situation. Wir sind im Prinzip der letzte Überlebende, der durch die Flötennase für Wind auf dem Planet Asposien sorgen kann. Insofern sind wir der legitime Herrscher, so wie das Remi Nepo gesagt hat. Und wir müssen jetzt die Welt retten, ganz alleine. Das ist natürlich nicht einfach. Der Schild liegt jetzt hier rum, der ist von der Wand gefallen, den nehmen wir gleich mit. Unser ganzes Inventar ist leer, bis auf die Sachen, die wir jetzt finden werden. Was haben wir denn hier? Die Motorhaube, was ist mit der denn los? Da ist das Hirn des Basilen drin. Keine schlechte Art zu reisen. Ich glaube, ich nenne ihn Fido oder Fandu oder... Ich sollte mich vielleicht aufs Weltretten konzentrieren. So, der Basil. Kann ich hiermit schon gleich irgendwas anfangen? Nee, ne? Na? Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Gut. Das war doch jetzt geraten, oder? Klar. Kann ich den Fallschirm nehmen? Der ist sicher an dem Basilen befestigt. Okay, nicht ganz einfach. Das war doch jetzt geraten, oder? Ja. Das Blumenbeet? Die Nektarinen sind eingetrocknet. Ein Beet von verwelkten Nektarinen. Die Welt wird immer dunkler. Das ist, alles sehr dramatisch. Nein, die leben nicht mehr. Oh Mann. So, in die Windkapelle geht's rein. Da gehen wir mal schauen, was wir finden. Oh, Huck, du bist auch wieder da. Komm mit, wir retten jetzt die Welt. Phosphos nehmen wir mit. Haben wir noch irgendetwas? Wir gucken uns nochmal an. Reden kann ich mit euch mit Garantie nicht. Ich frage mich, wer diese Leute waren. Vielleicht habe ich ja auch Onkel und Tanten, die ich nie kennengelernt habe. Irgendwie ist das alles gerade total traurig, wenn ich das mal so sagen darf. Kann ich mit Macht euch keine Sorgen. Ich werde euch retten. Und was passiert, wenn ich jetzt eine Runde Flötennase spiele? Also. Habe ich mich verspielt? Nee, ne? Ich spiele das Lied erst weiter, wenn meine Familie wieder lebendig ist. Haben wir verstanden. Gut. Also ich habe einen Phosphos, ich habe auch noch einen alten Fisch. Was will ich damit? Das passt jetzt so erstmal noch nicht zusammen. Steve hat's überlebt, oder wie? Noch ein Phosphos. Jetzt brauche ich sie auch nicht mehr. Was hast du hier? Kaugummis? Au! Die sind ja steinhart. Was ist mit den Weichkeksen passiert? Die gibt es nicht mehr. Seitdem irgendjemand versucht hat, mit meinem Rührgerät... Glassplitter, Rost und Steinstaub zu mixen. Wer macht denn sowas? Gute Frage. Hey, lass das! Den Spiegel bekommst du nicht. Gib ihm den Spiegel. Nein! Und das ist mein letztes Wort. Aha. Kann ich dir den Schild dafür andrehen?
Warum sollte ich das tun? Tauschhandel, Robert, nennt man das. Tauschhandel. Ich muss es tun, es tut mir leid. Hallo, Steve. Pete. Hallo. Wie geht's so, euer Gnaden? Was kann ich für Sie tun? Ja, das wollen wir wissen. Warum kann ich den Spiegel denn nicht haben? Rühr ihn nicht an! Steve, wenn er den Spiegel haben will, dann gib ihm das Ding. Nein! Wenn du meinen Spiegel nicht in Ruhe lässt, verweise ich dich des Hauses. Weißt du eigentlich, mit wem du gerade redest? Vor dir steht Okarius Junge. Kann nicht sein! Der Thronfolger ist doch ein Baby. Aber das bin ich. Ich meine, das war ich. Ich bin das Baby. Du siehst nicht aus wie ein Baby. Boah. Ich muss mich für meinen Kollegen entschuldigen, euer Gnaden. Ja. Er ist ein Idiot. Ja. Ich würde den Spiegel auf jeden Fall zurückbringen. Unter gar keinen Umständen. Gib ihm den Spiegel, Steve. Du hast mir nichts zu befehlen. Ich bin dein Chef. Aber er, gib ihm den Spiegel. Oh, also den kriegen wir nicht. Wir müssen die Dynastie retten. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mit der Dynastie ist alles in bester Ordnung. Erst gestern hat Okario Boe 2 zu mir gesagt, was für einen tollen Job ich hier mache. Mhm. Mensch, Steve, jetzt wach endlich auf. Was redest du da für einen Unsinn? Pete, halt dich da raus! Oh Mann. Der Typ hat echt nicht mehr alle Nadeln an der Tanne. Ganz ehrlich. Pete, kannst du mir helfen, den Spiegel zu bekommen? Ich tue, was ich kann, um diesen ignoranten Idioten zu überzeugen. Das habe ich gehört! Der Spiegel steht nicht zur Diskussion! Der Junge hat dir einen Befehl gegeben. Wer ist er schon? Ich wüsste nicht, warum ich... Er ist der Thronfolger. Wir schulden den Boes Gehorsam. Nein, ist er nicht. Der Thronfolger kann nicht mal krabbeln. Hey, ich kann krabbeln. Ich krabbel sogar sehr gut. Das ist 15 Jahre her. Das Konvent liegt in Schutt und Asche. Öffne endlich die Augen. Hier liegt überhaupt nichts in Asche. Ich weiß nicht, warum du so etwas sagst. Hör auf! Der König ist tot und mit ihm die ganze Dynastie. Sei still! Und das nur, weil du Conroy die Tür geöffnet hast. Aufhören! Ich wusste doch nicht... Das hier ist alles deine Schuld. Sieh dich um. Das hier ist alles, was geblieben ist. Kein Gold mehr und keine Musik. Du hast Unglück hineingelassen. Nein! Ah, ich hätte ihn gerne ganz gehabt, aber danke. Scherben bringen Glück, also nehmen wir sie. Au! Die kann ich so nicht aufheben. Es war klar, dass wieder... Viel zu scharf. Dass wieder irgendwas nicht geht, ne? Kann ich die durchkauen und irgendwas draus basteln? Viel zu hart für mich. Und für den Fisch? Das könnte Spaß machen. Und für Hack? Warum sollte ich das tun? Steve? Oder Pete? Jemand zu Hause? Nein? Na gut. Jetzt gehen wir mal gucken, ob unsere Schrofelina auch noch da ist. Tada, da ist sie. Noch ein schlafendes Phosphos. Was will ich mit den ganzen Dingern? Ich kann sie in der Tat alle nehmen. Die habe ich selber zusammengebaut. Ja. Trophäline, hallo. Mundgeruch. Da kommen wir noch zu den Kaugummis, würde ich sagen. Mundgeruch ist doch nicht so schlimm. Putz dir doch die Zähne. Nein. Die Bürste müsste schon aus Edelstahl sein. Ich hätte vorne anfangen sollen, oder? Wie war dein Tag? Ein wenig einsam, aber ganz nett. Ich habe mich vorhin mit einer Stechmücke angelegt. Und? Sie zersetzt sich gerade in meinem Magen und macht Mundgeruch, das kleine Miststück. Ja. Man riecht das doch nicht etwa? Nein, nein. Ach, also doch, ich wusste es. Ist es sehr schlimm? Man riecht es kaum.
Na gut, machen wir jetzt mit Mundgeruch weiter. Ich habe gehört, dass Kauen auf Wurzeln soll helfen. Davon bekomme ich Sodbrennen. Aber danke, Süße, dass du dir um mich Sorgen machst. Ach, Schrofeline. Danke. Hast du die riesigen Basilen gesehen? Klar. Der eine hat mich blöd angeguckt, da habe ich ihm erstmal meine Meinung gesagt. Und du bist nicht versteinert worden? Nein, ich lasse mich doch nicht von diesem hässlichen, haarigen Vieh versteinern. Wow, du bist wirklich tapfer. Aber von dir würde ich mich sofort versteinern lassen. Ja, später vielleicht. Wenn das mal kein Angebot ist. Hat ja alles hier nichts gebracht. War nett, mit dir zu plaudern. Fand ich auch. Kannst mich gerne wieder besuchen. Okay. Aber allein. Okay. Ja gut, die Laura gibt's eh zurzeit nicht unbedingt. Bist du Kaugummis? Willst du einen Kaugummi? Klar, gib her. Aha. Nein, dann werden nur meine Hände klebrig. Das macht sie jetzt wohl immer und immer wieder, oder? Das mache ich nicht. Kann ich das Ding irgendwie zerstechen? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Was will ich mit dem Schild? Ich meine, das funktioniert halt wie ein Spiegel, aber... Das war doch jetzt geraten, ja, oder? Ja, komm, mach hin, solange die Blase noch da ist. Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Also, irgendwas ist mit dieser Blase. Ein Phosphos. Das war doch jetzt geraten, oder? Ja. Das könnte Spaß machen, bringt aber nichts. Na gut, ich werd's noch rausfinden. Und ich muss es rausfinden, weil in den Wurzelwald geht's nicht zurück. Was hat das mit der Blase auf sich? Wie sie diesen Kaugummi durchkaut, ich hab fast Mitleid. Also, alter Fisch, 3 Phosphors. Kannst du so irgendwas damit anfangen? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wie kriege ich diese Scherben? Also ich glaube ja, dass ich die Blase mit der Scherbe kaputt machen muss. Kann ich den Phosphor als Handschuh benutzen? Warum sollte ich das tun? Weil ich das möchte. Das war doch jetzt geraten, oder? Ja. Kann ich noch mehr Kaugummis nehmen? Ich brauche nicht noch eins. Ist hier noch irgendwas? Nur die Skizze, der Steve, die Kaugummis und die Tür zum Innenhof. Okay. Vertrockneten Blumen, die Motorhaube, der Basil. Könnte auch mit der Scherbe eventuell den Bremsschirm hier losschneiden, aber das bringt ja auch nichts. Es schläft. Der Wind weht kaum noch. Ich muss mich beeilen. Was sagt er zu dem? Es schläft. Das Gleiche. Der Wind weht kaum noch. Ich muss mich beeilen. Es gibt nur das Blumenbeet. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und hier haben wir nur... Da ist ein Haken. Symbole und die Ringe. Das Ding hat einen Haken. Man könnte was daran aufhängen. Mhm.
Und was, den Schild? Warum sollte ich das tun? Das weiß ich nicht, aber mach's doch und dann schau, ob's klappt. Hack und Haken, das ist natürlich ein lustiges Spiel. Das mache ich nicht. Ein Fisch? Warum sollte ich das tun? Ein Phosphos. Das mache ich nicht. Also ich habe ja schon das Gefühl, da muss der Fallschirm dran. Da muss der Fallschirm dran. Keine schlechte Art zu reisen. Ich glaube, ich nenne ihn Fido oder Fando oder ich sollte mich vielleicht aufs Weltretten konzentrieren. Also was soll die Nummer mit dem Kaugummi? Für mich ist ein bisschen unklar, wie die Dinge gerade zusammengehören. Der arme Piet. Es hat ihn über die ganze Theke verteilt. Gibt's hier noch was an der Skizze zu holen? Die Skizze von Lauras Vater, Dr. Reminepo. Das sollen die Ringe aus der Windkapelle sein. Wie soll man darauf bitte kommen? Jetzt brauche ich sie auch nicht mehr. Gut, dann gibt's auch keine Nadeln mehr. Es gibt auch keine Quaste mehr. Kann auch hier den Schild nirgendwo einsetzen. Warum sollte ich das tun? Da liegen Kaugummis. Ich wünschte, es wären Kekse. Ja, wie komme ich an die Scherben? Im Prinzip doch einfach nur mit dieser Kaugummiblase, oder? Da kann ich sie dran kleben. Ich rede nochmal mit dir. Hilft aber nichts, ne? Mundgeruch ist doch nicht so schlimm. Putz dir doch die Zähne. Nein, die Bürste müsste schon aus Edelstahl sein. Na gut. War nett, mit dir zu plaudern. Fand ich auch. Kannst mich gerne wieder besuchen. Okay. Aber allein. Ja. Okay. Hier noch irgendetwas? Was will ich mit den Phosphos? Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Die kann ich dir so auch nicht geben, ne? Das mache ich nicht. Nee. Es gibt hier nichts außer... Statue. Das mache ich nicht. Die Blase. Nein. Wie sie diesen Kaugummi durch... Ja. Du hast fast Mitleid. Ich werde sie nicht nochmal kaputt machen. Ach Mensch. Kann ich Hack da drauf absetzen? Das war doch jetzt geraten, oder? Ja. Alten Fisch? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Puh. Das wird nicht klappen. Wie kriege ich denn die Phosphos wach? Naja, dann könnte ich... Nein. Obwohl... Nein. Das kann ich nicht verwenden. Kein Hunger. Und er gehört genau genommen auch Hack. Dann gib ihn doch Hack, dem Fisch. Naja, dann könnte ich... Obwohl... Nein. Ein glänzender Schild. Wenn ich hineinschaue, sehe ich das Bild eines... Thronfolgers. Oh Mann, wo bin ich hier nur hineingeraten? Die Frage ist gut. Kann ich den Schild auf die Statue hauen? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Ich albere nicht rum, ich suche eine ernsthafte Lösung, Robert. Es gibt für mich alles keinen Sinn. Jetzt gehen wir mal in das Inspirationspool. Lege den Basilen frei, ja? Um den Entsteinerungsstrahl des Basilen nutzen zu können, musst du zuerst den Basilenkopf freilegen. Vielleicht kannst du den Basilen irgendwie hochheben. Wenn ich das als erstes können soll, dann bin ich gespannt, wie...
Man sehe es mir nach, ne? Dieser Bremsschirm, wenn der irgendwie von unten mit Luft aufgepumpt werden würde, dann würde es den Kopf anheben. Tja. Aber nicht, indem ich einfach hier Musik mache. Anheben. Wie kann ich dich anheben? Doch nur mit diesem Bremsschirm. Ich will gar nicht wissen, wie die Landung verlaufen wäre, wenn ich den nicht gehabt hätte. Der ist sicher an den Basilen befestigt. Und die Motorhaube? Fest verschlossen. Da ist das Hirn des Basilen drin. Wie soll ich dich denn anheben? Da komme ich aber auch nicht mal hin, wenn ich lang drüber nachdenke. Die Phosphos? Ein kleines Phosphos liegt allein im Schirm. Aha. Machen wir mal weiter. Zwei kleine Phosphos liegen zusammen im Schirm. Jetzt muss ich die dann aber auch nur wach kriegen, oder? Drei kleine Phosphos im Schirm. Drei kleine Phosphos liegen im Schirm. Ja. Und jetzt? Der ist sicher an den Basilen befestigt. Was bringt mir das denn jetzt, dass die Phosphos da drin liegen? Jetzt eine Runde Flöte spielen? Ja. Aha. Entsteinerungsaugen. Kann ich die jetzt bitte mal mit irgendwas hier benutzen? Augenhöhlen? Ein augenloser Basil. Dieses Bild werde ich nie wieder los. Kann ich auch wieder einsetzen? Ja. Also das heißt, ich kann die schon auf jeden Fall rausnehmen und werde sie für irgendwas brauchen. Aber alleine funktionieren die nicht. Die funktionieren ja nur mit dem Basil zusammen, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Naja, dann könnte ich... Mhm. Obwohl... Nein. Nein. Jetzt die Frage, ob ich irgendwie den Strahl umlenken kann mit dem Schild. Naja, dann könnte ich... Nein. Obwohl... Nein. Auslöser. Geht nicht. Wenn die Augen drin sind? Na gut. Trifft aber nicht. Also legen wir das Ding ins Blumenbeet, ne? Ah, perfekt. Jetzt macht's alles ein bisschen Sinn. Mist, mit dem Strahl kann ich die Versteinerten nicht erreichen. Ich kann ihnen nicht helfen. Einschussloch. Mist, mit dem Strahl kann ich die Versteinerten nicht erreichen. Ich kann ihnen nicht helfen. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Das ist eine gute Frage. Hack reinsetzen? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Ach komm, einen Fisch reinlegen? Das könnte Spaß machen, bringt aber nichts. Was ist mit dem Schild? Kann ich den noch irgendwie vielleicht benutzen? Vielleicht ein wenig drehen? Ja. Ein wenig viel, würde ich sagen. Ah, ich kann ja noch ein paar Runden machen, ne? Vielleicht ein wenig drehen. Das kennen wir ja mit drehbaren Maschinen hier in dem Spiel. Meine Güte, aha. Das hätte auch schief gehen können. Jo, aber es hat was genutzt. Oh,
Das Gehirn. Man kann nie genug Hirn haben. Aber jetzt funktioniert der Auslöser nicht mehr, oder? Ich hätte mich beim letzten Versuch fast umgebracht. Das werde ich jetzt sicher nicht gleich nochmal probieren. Dann drehen wir nochmal. Vielleicht ein wenig drehen. Ja, aber das ist die Position, die wir schon hatten, ne? Mist, mit dem Strahl kann ich die Versteinerten nicht erreichen. Ich kann ihnen nicht helfen. Was will ich denn mit den Basilen hören? Es ist kugelrund und steuert den Basilen. Reminepo ist schrecklich genial. Ich habe bereits ein Hirn, glaube ich. Ich habe noch immer nicht das mit der Blase kapiert, mit den Scherben. Ich wüsste auch nicht, wofür ich sie jetzt brauche. Tricky, tricky, tricky. Und euch kriege ich hier natürlich in keinster Weise irgendwie von dem Ding angeschossen. Was ist mit diesem Gehirn? Trophiline, was kannst du damit anfangen? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Kannst du die Murmel kauen? Nein, jetzt... Ja, nur die Blase. Toll! Oh, jetzt kann ich Sachen dran kleben. Ach, perfekt. Scherben zum Beispiel. Danke, Trophiline. Aber warum ich dafür das Hirn brauche, ist jetzt ein bisschen unlogisch. Ne? Mit Nachdenken kommt man da nicht unbedingt hin. Und ich sterbe nicht dadurch, dass ich diesen Kaugummi angefasst habe. Eine Spiegelkugel. Ach, okay. Wenn die nicht an den Haken geht, dann weiß ich es auch nicht. Wahrscheinlich fehlt jetzt irgendein Faden. Das war clever von mir. Es muss ja was passieren. Oh, nicht der schon wieder. Bleib genau da stehen. Conroy! Was tust du hier? Was hast du vor? Komm nach Hause, Robert. Komm zurück in den Palast. Das war nie mein Zuhause. Du hast mein Zuhause zerstört. Oh, mein Junge, wie redest du denn mit mir? Ich sage dir, was nun passieren wird. Wir beide kehren in den Palast zurück. Ich werde eine hübsche, dicke Kette für dich finden. Und du wirst mein Lieblingslied spielen. Schön sauber. Eine Note, wie in alten Zeiten. Ich werde nie wieder für dich spielen. Oh, aber Robert, du wirst keine Wahl haben. Irgendwann wirst du atmen müssen. Und bis dahin habe ich einer Wache beigebracht, auf deinen Nasenlöchern herumzudrücken. Ha, wie kommst du denn auf die Idee, dass das Volk dir vergeben wird, wenn sie erfahren, was du getan hast? Welches Volk? Meine Armee versteinert gerade alles, was sich bewegt. Wenn ich mit Asposien fertig bin, werde ich einen hübschen, riesigen Garten aus Statuen haben. Wie konnte ich all die Jahre nicht merken, was für ein Monster du bist? Du wirst sehr viel Zeit haben, darüber nachzudenken, wenn du in deiner Zelle im Palast sitzt. Warum erschießt du mich nicht einfach? Junge, du warst doch immer wie ein Sohn für mich. Das würde ich dir doch niemals antun. Musst du aber. Lebendig kriegst du mich nie. Ja. Auch jetzt ist wieder ein guter Zeitpunkt eigentlich, um direkt
mich zu verabschieden. Auch leider bleibt jetzt hier nicht viel zum Mitraten übrig. Aber jetzt hier weitermachen würde das Video unglaublich in die Länge ziehen. Deswegen machen wir hier an der Stelle mal wieder ein kleines Cliffhangerchen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann, euer Matze.